Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Futures Handel mit dem Stereo Trader bei FXLED und mit Heiko Behrendt. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FXLED. Freue mich natürlich wie immer, dass Sie heute live dabei sind und wir schauen uns direkt mal den Risikohinweis an. Dieses Webinar dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken, auf gar keinen Fall als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen, egal was der Heiko heute hier zeigt. Ja, das ist ganz wichtig. Und ja, ich begrüße dich, Heiko, auch nochmal offiziell. Freue mich, dass du mit uns das Webinar machst. Und ich übergebe sehr gerne den Bildschirm, wenn du soweit bist. Ja, bin soweit. Sehr gut. Jetzt muss ich nur gucken. Ah, da kommt mein Bildschirm. So, ja, dann wünsche ich viel Erfolg und viel Spaß. Gut. Ja, dennoch mal herzlich willkommen von meiner Seite auch zum heutigen Webinar. Ich möchte es gleich vorneweg schicken. Es ist heute ein Webinar mit unter außergewöhnlichen Umständen, dann zum Mittag gab es bei uns einen Stromausfall. Vielleicht hat das ja, vielleicht ist der Funke übergesprungen bei dem, was von politischer Seite auch hier in Thüringen passiert. Und auf alle Fälle, also bis jetzt hat man das nicht hinbekommen. Ich bin jetzt zum Mittag schnell rübergefahren von meinem Büro nach Hause und ja, ich habe bis jetzt mein Büro ist oder mein Zuhause habe ich keine Arbeitsumgebung. So, also ich habe extra das so gelassen, dass halt wirklich auch zu Hause ist und dass ich da so gut wie nicht arbeite. Ja. Deswegen, ich habe keine zwei Bildschirme hier. Ich habe nicht mal eine Plattform auf dem Rechner installiert. Das musste ich alles machen. Und von daher wird das Webinar heute ein bisschen anders laufen als vielleicht vermutet. An der Stelle ganz kurz für alle, die mich vielleicht nicht kennen, nochmal will ich einfach nochmal ganz kurz drauf eingehen. Bild von mir, so sehe ich aus. Bin seit 2001 selbstständiger Trader. Dann habe ich ja seit 2018, hier steht es gar nicht da, es ist da in dem anderen Webinar, hat es geschrieben. Ja, seit 2018 bin ich auch Teil der Stereo-Trader-Familie und bin da auch ganz glücklich darüber. Im letzten Webinar habe ich ja mit FXFlat das Ganze mal gezeigt, wie man das Skype-Terminal gut bedienen kann oder welche Möglichkeiten es gibt beim Skype-Terminal. Und ja, die Zusammenarbeit auch zwischen dem Stereo-Trader und FXFlat und dem Stereo-Trader Heiko und FXFlat ist auch immer weiter jetzt zusammengegangen. Und ich werde jetzt in Zukunft so hauptsächlich den Part des Future Tradings übernehmen. Das ist auch der Bereich, von dem ich komme. Das heißt, mein Werdegang war der, dass ich über das Zertifikatehandel zum Future Handel gekommen bin, dann einen Premium Service bei Gotmo Trader aufgemacht habe. Und da war das Problem zu der damaligen Zeit, war der Unterschied zwischen dem, zum Beispiel zwischen dem FDAX und dem DAX oder dem Dow, Future und dem Dow, waren die Unterschiede immer extrem hoch. Damals hatten wir noch Zinsen gehabt. Ja, und da war dann halt der Unterschied zwischen dem FDAX und dem DAX waren manchmal 25 Punkte, manchmal 30 Punkte, manchmal nur 15. Und das war dann halt immer schwer, das zu den in einem Trading Room, wo es um kurzfristiges Trading gibt, sind die Leute dann immer durcheinander gekommen, wenn ich eine Zahl gesagt habe, wo ich jetzt einsteige und die sie nicht gesehen haben. Schlussendlich bin ich dann auch zum CFD-Handel übergegangen, um da im Sinne des Kunden dann halt das ein bisschen verständlicher alles zu machen oder ein bisschen einfacher zu machen. Ja, und so bin ich dann aber im CFD-Handel hängen geblieben. Der CFD-Handel hat auch gewisse Vorteile. Vielleicht da noch als kleine Anekdote aus meiner damaligen Zeit. Also ich habe es zweimal versucht, im FDAX im Future zu handeln und komischerweise kann ich den DAX im Future ganz schwer nur handeln. Selber trade ich aber seit 2001 den Dow Future und den S&P Future. Die handle ich nicht im oder vor, also eher nicht im CFD, sondern eigentlich hauptsächlich im Future.
Und diese Kombination gibt es ja nun mittlerweile auch bei FX Flat, dass man ja, dass man mit relativ guten Margin-Sätzen und guten Konditionen ja auch den Future-Handel im MetaTrader 5 mit dem StereoTrader ja nun ja, erledigen kann oder ausführen kann. Und damit ist sozusagen FX Flat ja an der Stelle der First Mover, muss man sagen, die es geschafft haben, fast die US-Konditionen hier nach Deutschland zu bringen. Und da schon mal vielen Dank dafür, dass das nun endlich mal hier auch vorwärts geht. Genau. Ja, wenn ihr Fragen allgemein zum Future Trading habt oder auch zum Webinar, dann könnt ihr mir die stellen, aber ihr seht auch unter meinem Bild die Kontaktdaten, wo ihr mich auch so erreichen könnt. Dann noch ein kleiner Hinweis, auch an eigener Sache, damit das nicht untergeht. Ich muss jetzt mal hier, wenn ich jetzt die Präsentation beende, dann ist wahrscheinlich alles weg. Wartet mal. Kleiner Hinweis in eigener Sache auf der Seite skype-trading.de meiner Homepage. Haben wir ein kleines Bonbon für euch. Das heißt, wenn ihr ein Account öffnet und die Futures handelt über FX Flat und ihr auch vielleicht überlegt, okay, ich brauche noch Unterstützung. Das Erstgespräch ist immer kostenfrei bei mir und auch die erste Coachingstunde ist dann mit der Kombination einer Kontoeröffnung dann auch kostenfrei. Je nach Wertigkeit liegen wir da zwischen 119 bis 249 Euro die Stunde, was ihr dann da spart. Kommt immer darauf an, auf den Umfang so eines Coachings. Ja? Aber also ich sage jetzt mal, im Best Case habt ihr 249 Euro gespart. Gut, das soweit dazu. Also, wenn euch das interessiert, geht auf die Seite von skype-trading.de und dann einfach auf FX Flat und dann seid ihr schon dort. Wir werden die Seite auch immer wieder weiter updaten und auch da neue Informationen hinzufügen. Hier habt ihr auch nochmal so einen kleinen Überblick über meinen Werdegang. Genau, und könnt da gerne ein Konto öffnen. Alright. Gut, dann zurück zur Präsentation. Wie gesagt, habe das Ganze heute hier online gemacht. Jetzt muss ich mal gucken, wo das gleich hier losging, glaube ich hier. Dauert jetzt einen kleinen Augenblick. Ich guck mal, da kommt das Bild schon. Ja. Also das erste Thema, was ich gerne mit euch machen möchte, ist so ein bisschen das Future Mapping. Eines, da auch vielen Dank an Dirk, der ja hier auch im stillen Hintergrund dabei ist und dem einfach extrem ja, der wirklich sehr viel für die Trader-Szene tut und auch für die Händler, um den Handel wirklich zu vereinfachen, zu optimieren mit seinem StereoTrader und den ganzen tollen Funktionsumfang, den es da gibt. Und genauso, ja, ist das, was vielleicht auch der Wunsch vieler Trader ist, die im Future handeln und im CFD, so wie ich das mache. Ja, ich habe immer normalerweise rechts eine Future-Plattform offen und links habe ich den MetaTrader offen und handle dann zum Beispiel den DAX halt vorwiegend im CFD. Ja. Dennoch möchte man auf diese Level-2-Daten oder vielleicht aufs vollen Profil einfach nicht verzichten. Und das ist ja nun mal in einem CFD nicht wirklich gut abbildbar. Klar, da gibt es auch eine Möglichkeit im StereoTrader, wenn man vom Orkan Kuyas das VBOC-Tool nutzt, dann ist das ja auch eine der Möglichkeiten, die man dann nutzen kann, dass man dann das Volume Profile, das echte Volume Profile aus dem Future dann angezeigt bekommt. Aber mit FX Flat hat man jetzt natürlich diese schöne und tolle Möglichkeit, das Ganze auch zu kombinieren und da nochmal riesen Dank an Dirk, dass der das einfach ermöglicht hat. Ja, wie funktioniert das? Das zeige ich euch dann auch gleich nochmal. Also das Future Mapping ist sozusagen die Kombination von zwei Charts in einem. Vor allem für jeglichen Trader gedacht, die auf Future-Daten nicht verzichten wollen, sich aber nicht trauen, im Future zu handeln oder vielleicht gerade so auf dem Sprung sind vom CFD zum Future-Handel und sich da auch erstmal rantasten wollen. Das heißt, wir haben im Future das Level 2, also die Markttiefe, und die seht ihr hier oben links dargestellt. Also hier oben links, das ist das Level. Ah, gelb ist jetzt noch nicht passende Farbe. Blau ist vielleicht ein bisschen besser. Hier seht ihr das Level 2 im Future. Das heißt, ihr seht, was an limitierten Angebot und Nachfrage ist. Da kann man sicherlich auch nochmal ein Thema Ausbildung machen. Wenn das von euch gewünscht ist, dann bitte tragt solche Wünsche auch an FX Flat heran.
Da ich der Mann für das Future Trading bin, bin ich natürlich auch, muss ich das nur wissen, was für Themen euch interessiert. Und dann können wir das Thema Level 2, Sinn, Unsinn, wie kann man es auch interpretieren, kann man das durchaus vielleicht auch hier und da mal in einem Spezialwebinar dann auch unterbringen. Ja? Das muss ja nicht lang gehen, aber da, wenn man da jetzt nicht weiß, was man damit anfängt, ja, ist das, mache ich gerne sowas, ja. Ich muss es halt nur wissen. Also ihr habt die Möglichkeit einfach da auch in Zukunft einfach über FX Flat dann auch ja, an das Wissen heranzukommen oder das, was ich euch dann auch vermitteln kann. Ja, ja dann das Volume Profile, welches dann im Future hier drin ist auf der linken Seite. Und im CFD, wie gesagt, habe ich zwar jetzt da beim normalen Volume Profile ein sogenanntes Tick Volume Profile. Es ähnelt eher, ich sage jetzt mal, mehr einem Market Profile, weil hier pro also pro Einheit oder pro Veränderungen füllt sich der Balken immer um 1, so kann man sich einfach vorstellen. Ja? Das heißt, jeder Trade hat ein und dieselbe Wertigkeit und damit ähnelt sehr oft dieses Volume Profile im CFD des Öfteren einfach dem Market Profile, weil es sich mehr oder weniger daran orientiert und ganz klar, wenn ein Markt halt etwas länger auf einem Level bleibt, ja, und ich habe jetzt, bei sich im Future werden mal 30 Kontrakte gehandelt, mal 15, ja, mal 3, mal 5. Das heißt, ich habe immer unterschiedliche Wertigkeiten. Im CFD habe ich halt immer wird immer nur eins dazu gerechnet und damit unterscheiden sich dann halt die Profiles. Ihr seht das auch hier aktuell hier auf den DAX bezogen, dass sich dann doch im Detail, sag ich jetzt mal, die Profile leicht verändern. Und das Schöne ist, über den Stair Trader habt ihr die Möglichkeit, beides zu vereinen, zu kombinieren. Bedeutet, ihr könnt euch den Datenfeed von FX Flat holen. Ihr schreibt einfach den Nelson an oder den Support an und dann sagt ihr, okay, wir möchten an dieser Stelle gerne die Future-Daten halt haben. Dann werdet ihr freigeschaltet, kosten euch 35 € im Monat. Und ich glaube, jetzt, wenn ihr 300 Trades gemacht habt oder 300 € an Kosten produziert habt, dann bekommt ihr das Ganze sogar zurückerstattet. Ja. Das ist auch ein schönes Bonbon, das zurückerstattet zu bekommen. Also ich habe in meinem Leben noch nie Datenfee-Kosten zurückerstattet bekommen. Ja, das wäre dann das erste Mal. Also ich habe jetzt 2 Tage gehandelt und bin jetzt schon, ich weiß nicht, ich glaube, habe schon 60 € an Ordergebühren jetzt ausgegeben oder so, glaube ich, oder 48 € oder irgend sowas. Also ich denke mal, in einem Monat komme ich locker über die 300 € mit meinem Handel. Ja, und von daher freue ich mich, wenn ich da die 35 € wieder bekomme. Also bis jetzt habe ich keine Ahnung, wie viel 10.000 € ist ausgegeben für Datenfeed. Das hat mal angefangen mit, ich sag jetzt mal, früher bei Taipan oder bei BIS. Das sind wir jetzt im Jahr 2001. Da habe ich zwischen zwei, also anfänglich 250 € für Future-Daten Level 2 bezahlt. Nur mal, damit man mal weiß, auch wo heute die Daten sind, ja, wenn sich Leute aufregen, da 35 € zu bezahlen. Also ich habe angefangen mit Level 2 Daten 250 €, dann weil ich die dann nur brauchte, dann habe ich extra, gab es dann für Daytrader dann spezielle Konditionen und mit einem Zwei-Jahres-Vertrag und so bin ich da halt runtergekommen, glaube ich, auf 125 €. Ja, also das habe ich dann jeden Monat für die Daten gezahlt. Ja, und heute, wie gesagt, für schlappe 35 € bekommt man ebenfalls den Datenfeed, also nur damit man einfach mal weiß, wie sich das auch verändert hat und in dem Falle zum Positiven. Ja. Und wie gesagt, bei 300 € kriegt man sogar hier bei FX Flat die 35 € wieder. Ich habe sie im Leben nie wieder bekommen, meine 35 €, die ich bei anderen Brokern auch zahle. Da ist es sogar so, wenn ich nicht handle, dann muss ich sogar noch $25 Inaktivitätsfee zahlen. Also ich muss jeden Monat halt zwingend handeln, ja, um halt da auch einer Strafe zu entgehen. Gut. Ja, und dieses Future Mapping hat halt den Vorteil, wenn ihr noch nicht so weit seid und den Future gar nicht handeln wollt, aber ihr wollt auf diese Daten nicht verzichten und oder ihr entdeckt mal den Mehrwert dieser Daten, dann bietet sich's an, dieses Future Mapping zu machen und daraus dann den kombinierten Chart zu erstellen.
Ihr seht hier im Hintergrund, das ist sozusagen der DAX CFD-Chart. Ja, und die Future-Daten, die sind jetzt hier implementiert, ja, entsprechend. Und das ist natürlich ganz cool. Ja, so, also ich nutze das halt immer. Ja, ich schaue seit 20 Jahren mir das Level 2 an. Also ich kann auch nicht mehr ohne, wirklich. Also es geht ohne, aber natürlich, wenn ich es habe, ist es halt wesentlich schöner. Also ich erinnere mich jetzt letzte Woche, es ist auch nicht so, dass das Level 2, wie gesagt, tagtäglich jetzt vielleicht einen Vorteil bietet, aber ich erinnere mich jetzt der Tag an den Trade. Ich glaube, es war, lasst mich mal kurz überlegen, letzte Woche Freitag. Da war oben, ist der Markt aus einem Hoch rausgeschossen. Und da lagen oben 250 Kontrakte im Level 2 drinne. Und ich habe dann direkt mal in dieses Hoch reingeschortet und ja, hat das sehr, sehr gut getroffen. Und der Markt ist von dort aus 30 Punkte zwar gefallen. Ich selber weiß ich noch, weil ich es auch in der Facebook-Gruppe beim Doc reingeschrieben habe, 7 Punkte und 13 Punkte halt nur verdient. Aber vollkommen okay. Ja, so, und das ist dann halt den Trade, den kriege ich halt ausschließlich nur hin, wenn ich die Level 2 Daten habe, und das fetzt natürlich, ja, wenn man dann, weiß ich, genau am Tageshoch vielleicht mal einen Short Trade reinbekommt. Ja. Klar, Unterschied ist immer noch, wenn am Tageshoch oder an einem neuen Hoch ein Dirk seine Linie ist, dann geht es auch ohne Level 2 an der Stelle. Ja. Muss man doch mal sagen, ja, bei den Glaskugel Linien, die sind ja die gigantischen. So, ich guck mal gerade, wie ich hier die Schriftfarbe wieder wegkriege. Zeichenmodus aufheben. Ja, so. Okay. So, also ich zeige euch das gleich nochmal. Ich will jetzt eigentlich ja, will ich ja eigentlich zurück. So, wie kann ich denn hier das löschen? Zeichnung aufheben. Ach, da alle Zeichnungen löschen. Gut. So, im nächsten Schritt möchte ich gerne nochmal einen Vergleich auch anstellen. Der Future-Handel hat Vorteile, hat auch Nachteile. Und ich dachte mir, ich tue das Ganze mal so ein bisschen aufklamüsern, damit ihr vielleicht dann auch nochmal einen Vergleich habt zwischen dem Future und dem CFD. Und sicherlich auch für den einen oder anderen auch interessant. Ja. Okay, also ich werde dann auch, ich habe gerade eben schon das Fragenfenster aufgemacht. Ich denke mal, bevor wir dann in die Plattform gehen, werde ich auf alle Fälle auch nochmal die Fragen nutzen, und dann möchte ich so ein bisschen das auch nochmal zeigen, wie man das einstellt. Also handeln werde ich heute nicht. Ich bin völlig außerhalb meiner Komfortzone. Ich bin nicht zu Hause. Ich habe nicht die Einstellung, die ich habe, und so weiter und so fort. Also mit einem Handel wird es halt schon ein bisschen schwer. Aber wir schauen dann halt einfach mal rein. Gut, ja, wir gehen einfach die Punkte durch. In meiner Präsentation zu Hause werden sie jetzt alle schön nacheinander aufgegangen. Also bitte nicht zu viel lesen. Ich habe das jetzt nicht hingekriegt mit der Animation auf die Schnelle. Also ich habe jetzt alles mal an dem DAX genommen. Der Nelson könnte ja im Hintergrund, kann er ja schon mal die Fragen sortieren und selektieren. Dann ist es vielleicht auch ein bisschen einfacher, wie wenn ich lese, dass man dann da vielleicht auch schneller dann zurande kommt. Kein Problem. Genau, so wie. Und zwar. Also der Handel, ja, der Handel ist, und das ist vielleicht eine Umgewöhnung, und das war für mich damals auch eher die schlechte, also naja, fast die schlechte Umgewöhnung. Und zwar der Handel auf dem echten Limit. Da sagt jetzt einer, okay, was will der jetzt von mir? Ich habe halt die Möglichkeit, und das zeige ich euch dann auch nochmal, auf dem echten Limit zu handeln. Das heißt, wenn ich habe ja zwei Kurse, ich habe ja einmal den Kaufkurs und den Verkaufskurs. Wenn ich jetzt zum Market trade, wir zeichnen es jetzt mal als zwei Linien ein. Ich zeichne einfach mal hier zwei Striche. Ich zeichne mal zwei Striche. Das ist natürlich dann heute hier, es geht dann nicht so alles so flott. So, Strich Nummer eins, und das ist der Kaufkurs. Und das ist der Verkaufskurs, ne? So. So, das heißt, im CFD ist es halt so, dass ich ja nur oder immer den Spread halt habe. Ich mache das jetzt mal pink, dass ich immer den Spread habe. Das heißt, wenn ich jetzt kaufen möchte, dann kaufe ich immer auf diesen Kurs. Ja, wenn ich jetzt long gehe, kaufe ich immer auf diesen Kurs. Also auf den höchsten möglichen Verkaufskurs kann ich immer noch kaufen. Wenn ich jetzt im Future handle, kann ich hergehen und sagen, okay, wenn der Markt jetzt noch mal ein Tick runter geht, dann stelle ich hier ist der Market-Verkäufer, das ist sozusagen die rote Linie, und auf der anderen Seite würde ich jetzt stehen im Level 2 mit einer sogenannten Limit Order. Das heißt, ich würde hier
eine Limit-Order reinstellen, also eine L, ich mache es jetzt mal, weil es jetzt hier so ein bisschen doof geht, LMB für Limit Buy. Ja, so. Das heißt, ich stelle jetzt hier auf den Punkt im Future, also das hier ist die Future Order und das hier oben war gerade der CFD. CF, oh Mann, ist das ein Krampf natürlich. So, CFD. Das heißt, der CFD-Trader kauft Market rein. Im Future habe ich halt die Möglichkeit, eine Limit-Order reinzugehen. Und wenn jetzt zum Beispiel im S&P Future ist das so oft so, zeige ich euch danach einmal, wenn der Markt offen hat, der wackelt dann hier im Millisekundenbereich so hin und her. Ich kann das natürlich jetzt nicht so zeichnen, weil hier wackelt gerade schon der ganze Tisch. Und wenn ich hier im Limit handle, kann ich sogar unter Umständen sogar ohne Spread handeln. Ja, also wenn es halt gut läuft, werde ich dort gefillt an der Stelle, habe kein Spread, damit auch keine Kosten, also nur die Kommissionskosten. Und wenn dann der Markt halt hochgeht, dann wäre ich sogar besser dran. Auch der Trader, der sozusagen jetzt im Market kauft, der wäre ja hier dann auch schon ein Punkt im Minus oder 0,9 Punkte im CFD. Ja, der ist 0,9 Punkte im Minus und ich bin dann hier entsprechend noch ja, plus minus null. Ja, also erst wenn der Markt dann noch ein Punkt runtergeht, also wenn der Markt jetzt hier fällt, dann wäre das immer so, der Trader im CFD, der wäre dann an der Stelle 1, oder sag mal, wenn es 10 Punkte runtergeht, 10,9 Punkte im Verlust und ich wäre halt dann nur 10 Punkte im Verlust. Ja. Weil der Spread ja im CFD 0,9 Punkte ist. Ne? Das wäre dann, ist dann der theoretische Vorteil. Ja? Und es macht halt wirklich Sinn, wenn man auch weiß, dass ca. 80% der Trader, also der wirklich aktiven Trader, handeln im Limit. Ja? Also die meisten Trades sind im Limit. Das kennt man gar nicht. Ja? Die klar ist, wenn wir jetzt, klar, wir können im Stair Trader entweder die Limit Pullback Order verwenden als Limit Trade, ja, aber auch da werde ich immer nur auf den Kaufkurs ausgeführt, ja. Ja, außer ihr habt jetzt noch den Vorteil, das ist ja auch was Schönes, da merkt man halt, dass der Dirk natürlich auch vom Fach halt ist, ja, mit der Bid Execution, das heißt, dass ihr immer sozusagen den Kurs, den Limit Kurs verschleiert an der Stelle. Aber selbst wenn jetzt ihr im CFD, hier habt ihr das Limit drinne, ja, also nur mal als Beispiel, wenn man es jetzt mal den Vorteil nochmal, also ihr habt hier ein Limit drinne, so, Limit, ja, und jetzt, ich kann es jetzt so schlecht zeichnen, ich mache es jetzt mal mit zwei Punkten. Ich mache jetzt mal den Kaufkurs, ne? Jetzt kommt hier den Kaufkurs rein und jetzt kommt der Markt hier runter, der fällt jetzt hier runter, genau auf das Limit, ja, auf das Limit fällt er drauf, ja. Dann bekomme ich im Future genau den Kurs, ja, Kurs 100, den bekomme ich gefüllt. Damit ihr aber im CFD den Kurs füllt, muss der Markt bis auf 99 fallen und erst wenn der Markt auf 99 fällt, ja, dann steht der Kaufkurs erst bei 100 im CFD und dann bekommt ihr erst den Fill, ja, wenn ihr jetzt nicht diese Bid Execution habt. Ne? Wenn ihr die Bid Execution habt, dann sieht das im CFD aus, der erreicht die 100, ich bekomme im Future hier den Fill und ihr bekommt euren Fill. Wir lassen jetzt mal ein Punktsbrett bei 101, also nur als visuell jetzt, ne? Also ein Punkt, ja, 101, da bekommt ihr euren Fill. Das heißt, ihr habt immer den Spread und den zahlt ihr halt immer. Da kommt ihr nicht drum rum. Und da hat dann der Future den absolut wirklichen Vorteil. Und jetzt könnt ihr euch ja mal ausrechnen, ihr macht vielleicht im Jahr 1000 Trades. Ja, allein wenn ihr jetzt 1000 Trades im FDAX macht, sind das einfach Orderkosten von 25.000 Euro, wenn ihr immer Market handelt oder ich sage jetzt mal 12.500, je nachdem, was man jetzt für einen Spread annimmt. Ja. Wenn ihr das im Limit halbieren könnt, die Kosten, ja, dann habt ihr schon wahnsinnig Geld gespart. Ja. Das fällt nicht auf, aber in dem Falle ist wirklich so, Kleinvieh macht ganz viel Mist. Ja. Also das an der Stelle ist ein wirklicher, echter Vorteil, den man so eigentlich aber auch nicht sieht. Das muss man schon ganz klar sagen. Ja. Und er ist auch nur ein theoretischer Vorteil. Das möchte ich auch an der Stelle sagen. Ja. Weil jedes Limit Trading hat auch einen Vor- und Nachteil. Ja. Manchmal ist es besser, den Spread zu bezahlen, ja, bevor ein der Trade halt wegläuft. Ne. Dann zu den Kosten, zu den Trading-Kosten. Da haben wir den Spread plus Kommission beim Future. Das ist für viele ein Nachteil, wo sie sich sagen, oh Mann, 3,80 Euro oder jetzt in den USA sind es ja auch aktuell noch ein bisschen mehr sogar. Die Kosten gehen natürlich mit Anzahl der Trades oder mit der Anzahl der Roundtons dann noch nach unten.
Aber hier kommt es dann drauf an. Ja, manchmal der DAX ja einen Spread von 0,5 Punkte, manchmal von 1 Punkt. Es gibt aber auch Zeiten, ja, vor allem zu Feiertagen, Weihnachten rum, Neujahr, ja, da gibt es auch manchmal, wenn es volatil wird, auch im DAX 1,5 Punkte Spread. Der Vorteil ist, wenn ihr jetzt handelt und ihr hättet jetzt einen Spread von 1,5 Punkte, also von hier bis hier 1,5 Punkte, ja, dann könnt ihr Folgendes machen im Future. Ihr stellt euch einfach in die Mitte rein, zack. Dann zieht ihr als privater Trader den Spread hier zusammen auf 0,5 Punkte und ihr bekommt garantiert einen Fill. Ja? Weil ihr ja die Marktliquidität zur Verfügung stellt. Ja? Das heißt, ihr könnt dann, muss man halt natürlich, A, muss man schnell sein, B, muss man, ja, da muss man schon gut sein. Ja? Aber ihr könnt euch dann mitten reinschalten in den Spread und könnt den Spread halt runterziehen. Ich habe das mal in der Nacht gemacht, wo in USA auch die Spreads mal ein bisschen größer waren. Und da habe ich spaßenshalber immer mal den Spread ho auch raus, also zusammengezogen. Ja. Das Problem ist, wenn er danach noch natürlich wieder auseinandergeht, ist man immer im Minus. Ja. Aber es ist natürlich schon einfach mal schön, dass man als einzelner Trader in der Nacht um 3 da irgendwie in einem Future dann mal die Kontrolle über den Spread halt hat. Ja. Ja. Hat zwar ein bisschen Geld gekostet am Ende, ich habe keinen Vorteil draus schlagen können, aber es ist durchaus interessant, das Ganze. Ja, also es ist möglich, ja, weil wir sind ja dann an der Börse und haben dann ja die Möglichkeit, da direkt zu handeln. Im CFD, da ist es so, da zahlt ihr ja immer die Kosten. Wenn man das jetzt rechnet, also 25 CFDs entsprechen ja einem FDAX mal 0,9 Punkte, dann habt ihr eigentlich immer Ordergebühren so gesehen auf den Spread von 22,50 € pro Trade. Wenn der DAX nur mit 0,5 Punkte jetzt tickt, ja, dann kommt ihr auf Ordergebühren aktuell von 16,30. Ja, das sind dann auch nochmal trotz der Kommission Geld gespart. Darf man auch nicht unterschätzen. Ja, oder wenn natürlich das Brett jetzt so höher ist, dann werden auch die Kosten höher. Ja, das ist ganz klar. Das ist definitiv so. Ja. Und so kann man ja, so könnt ihr auch für andere Instrumente, die ihr vielleicht handelt, weiß ich ja, vielleicht handelt ja jemand im Öl oder im S&P oder auch im Dow, da könnt ihr ja auch einfach mal die Kosten für euch ausrechnen. Was kostet mich eigentlich ein Trade plus Kommission und Spread, müsst ihr immer rechnen. Und was kostet es mich im Vergleich zum CFD? Nelson, ich würde die Tabelle durchmachen noch und dann würde ich dann dazukommen zu den Fragen, oder? Ja, gerne. Gut. Natürlich, ein ganz großer Vorteil ist im Future und das liegt vor allem an der Margin, ja, dass ihr jetzt einen theoretischen Hebel haben könnt, wenn ihr es wollt. Ja. Früher haben ja immer alle geschimpft, oh, hier, mein Hebel ist jetzt so runter. Ich hoffe, dass der Hebel für Retailer im Index 1 zu 20 und nicht 1 zu 30 ist, aber ich glaube 1 zu 20 ist es. Ich bin mir halt nicht so sicher. Ist richtig. Ja, gut, habe ich es richtig gemacht. Okay. Also natürlich, also das ist ein Vorteil, aber klar ist, der Hebel logischerweise wirkt immer auf beide Seiten. Ja, das war ja ist ja der Hauptgrund, warum man auch die Hebel da beschränkt hat. Aber aufgrund der geringen Margin-Anforderung, also der geringen Sicherheitsleistung intraday, ja, ist es so, dass der Retailer die Möglichkeit hat, wenn er will, ja, einen Hebel von 1 zu 50, 1 zu 100. Und ich glaube, das Maximum, ihr könnt das euch ja ausrechnen. Ich weiß gar nicht, wo der DAX steht. Er steht, gehen wir mal bei 13.600 aus. Und rechnen das mal 25, dann sind das 340.000 Euro, ja. Und das durch eine Sicherheitsleistung von 2.500 Euro, ja, habt ihr dort einen geschätzten Hebel von 136. Das wäre der Maximumhebel, aber klar ist, das ist jetzt nur auf die Margin berechnet, ja. Aber ihr könnt auf alle Fälle, ihr kommt halt, wenn ihr wollt, mit einem Mini-FDAX, ja, kommt ihr auf alle Fälle auf einen Hebel von über 50, wenn ihr das wollt. Ja, also es ist für die gemeckert haben, dass der Hebel runtergeht. Jetzt könnt ihr in Deutschland, auf Deutsch, im MetaTrader, mit dem StereoTrader, könnt ihr sozusagen jetzt mit dem Hebel, ja, den auch über 1 zu 20 gestalten. Würde man jetzt das gleiche als Retail-Trader mit 25 CFDs im DAX handeln wollen, ja, dann sind wir bei 13.600, bei 680 Euro pro CFD mal 25, dann braucht ihr dafür schon 17.000 Euro als Margin, als Sicherheitsleistung, um das zu bewegen. Das heißt, das Konto muss da halt eine ganze Ecke größer sein. Nachteil ist natürlich, vielleicht oder auch Vorteil für den einen, also der Wert pro Punkt ist von Seiten der Börsen festgeschrieben, der Tickwert oder
Ja, also der Tickwert im FDAX sind 12,50 €, weil der FDAX tickt auf 0,5 Punkte, sprich ein Punkt sind 25 € und im FDAX Mini, da haben wir 5 € pro Punkt. Ja. Und klar, im CFD habe ich natürlich den tollen Vorteil wiederum, weshalb ich auch im CFD handle, sehr variabel zu sein. Also mein Handel als Beispiel. Ich handle gerne zwei, drei bis fünf Positionen. Ja, also ich skaliere mich immer in gewisse Trades rein und raus. Nicht immer, aber sehr, sehr oft. Bedeutet, ich handle lieber fünfmal zwei CFDs, ja. Das heißt, da komme ich auf 10, wie dass ich halt nur zweimal den FDAX Mini halt kaufen würde, ja. Oder wenn ich es jetzt auf 25, ja, also wenn ich drei oder fünfmal fünf CFDs kaufe, ja, das mag auch noch gehen. Da habe ich einfach viel mehr Spielraum, kann mal einen rausnehmen, ja. Und im FDAX, wenn ich das im FDAX handeln würde, da geht der im Großen, da geht halt nur entweder rein oder raus. Das kann für den einen oder anderen Handelsstil ein Vorteil sein. Ich habe jetzt aktuell einen Trader im Coaching, der hat vorher im CFD gehandelt, handelt jetzt im Future und für ihn ist das ein Game Changer gewesen und zwar, vielleicht, wenn der ein oder andere vielleicht mal in sich geht, also bei ihm war es so, im CFD-Handel ist er nie wirklich nach vorne gekommen, ja, immer mal zwei CFDs, mal fünf, dann mal acht, mal zehn, so ein bisschen hin und her. Und am Ende ist er jetzt auf den Future umgestiegen und seitdem der im Future handelt mit nur rein und raus und macht da im Schnitt seine 10, 20 Punkte am Tag, sagt er sich, ist der Aufwand, den er für eine Entscheidung investiert und dem Ergebnis, sowohl auf der Gewinn- auch wie auf der Verlustseite, aber dadurch, dass er prinzipiell erfolgreich mittlerweile ist, sag ich mal, der Aufwand dafür, man trifft ja eine Entscheidung. Die Entscheidung, die man trifft, ich gehe long oder short, führt zu einem Ergebnis. Und er sagt, das ist viel schöner, im FDAX im Großen 10, 20 Punkte mitzunehmen, 500 € verdient zu haben und dann sozusagen kann man ja, steht auch ein schöner Ertrag dahinter. Ja. Und hingegen bei seinem CFD-Trading war es halt immer so gewesen, dass er dann auch nicht so diszipliniert war, ein bisschen lax war, dann es auch mal öfters gegen sich laufen lassen hat, dann vielleicht dann doch wieder mal noch mehr nachgekauft hat, als er eigentlich sollte. Ja, also das war alles nicht so. Und jetzt so mit diesem wirklich, ich weiß, wenn ich klicke, sind das 25 € pro Punkt, hat dazu geführt, dass er extrem konzentriert ist, sehr fokussiert ist, sehr wenig handelt, weil er weiß ja auch, dass ihm jeder Trade viel Geld kosten kann. Ja, und bei dem CFD, da war es dann so, ach komm, gehe ich mal mit rein, gehe ich mal rein, so, schauen wir mal, so. Und das war nicht das Richtige für ihn. Also wie gesagt, das ist nur mal so, wenn man sich vielleicht mal selber überprüft und man sich selber überprüft und mal schaut, ob man da, vielleicht ist das ja was für einen, ja, nur als Idee. Ja, und nicht zu unterschätzen, vielleicht für Trader, die ein bisschen längerfristiger handeln, die Haltekosten. Ja, der DAX aktuell, der Future steht aktuell 2 Punkte unter dem DAX. Bedeutet, wenn der. Ach nee, halt, ich habe meinen Rechenfehler gerade. Sorry, weil ich in einem anderen Webinar jeden Morgen das genau umgedreht rechne. Wartet, der Future steht aktuell 2 Punkte drüber oder drunter. Wartet mal. Man muss 2 Punkte abziehen. Ja, 2 Punkte drüber. Sorry. Kleiner Fehler, 2 Punkte drüber. Ich habe nicht auf die Schnelle nicht nachgedacht. Das heißt, die Zahlen drehen sich um. Also am letzten Verfall, also am dritten Freitag. Ach, jetzt habe ich noch ein. Nee, wir haben ja Februar. Ich muss jetzt noch anders rechnen. Ist sogar noch anders. Ist sogar noch günstiger, denn der Verfall, ich habe jetzt nur den nächsten Verfall genommen im DAX, der FDAX verfällt der 1. März. Sorry, hier ist ein Fehler aufgetreten. Also aktuell ist der Unterschied zwischen dem DAX Future und dem DAX sind aktuell 2 Punkte ganz grob und bis zum dritten Freitag im März werden die 2 Punkte abgebaut auf null. Das heißt, wenn ich jetzt den Trade länger halte, sind das die Kosten, also 2 Punkte mal 25 €, macht auch keine 100 € sondern 50 €. Was habe ich denn da hier gerechnet? Also war ich nicht bei der Sache. Also hier unten da ist Fehler behaftet. Also da müsste stehen A 50 € und B muss es umgedreht sein. Also bei Long verliere ich 50 € bei Short
verdiene ich 50 Euro auf die Laufzeit jetzt gesehen. Und das aber bis zum Verfall von bis zum dritten Freitag im März. Ich bin jetzt nur gerade von dem nächsten Verfall ausgegangen, also den kurzen Verfall sozusagen der Optionen, die dann jetzt Ende Februar denn stattfindet, am dritten Freitag im Februar. Und da sind es noch 11 Tage bis dahin. War ich da nicht aufmerksam. Und es ist jetzt so, wenn man das jetzt mal umrechnet auf den, ich habe jetzt geguckt, ihr könnt bei FX Flat reingucken, was die Swap-Gebühren sind. Bei Long sind sie minus 0,9324 und bei Short minus 1,315 pro Tag. Und ich habe es jetzt nur mit den Handelstagen genommen. Da weiß ich jetzt nicht, ob ich das richtig gerechnet habe mit diesem 3-Tage-Swap vom Freitag an. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber ihr seht, dass der Unterschied trotzdem auf 11 Tage gesehen denn schon stark ist. Also ich habe mal einen Trader gehabt, der kam zu mir und da stand ein Betrag von über 1000 Euro an Haltekosten, die da aufgelaufen sind, weil er den Trader irgendwie schon 2 Monate gehalten hat. Also das sollte man auch bedenken. Klar, im FDAX, ob da jetzt jemand sowas über Nacht hält, aber es gibt ja auch die andere Möglichkeit, vielleicht im Dow Future oder im Mikro Future, Mikro Dow Future, Mikro S&P Future. Also das heißt, man kann da, ist das vielleicht eine bessere Lösung für jemanden, als das jetzt im CFD zu halten. Das vielleicht noch so als Hinweis zu den Haltekosten. Gut, ich glaube, jetzt haben sich einige Fragen angesammelt und Nelson dann immer mal her damit. Wie sieht die Uhrzeit aus? Oh, gut. Tatsächlich sind gar nicht so viele Fragen da und Ach, ich das glaube, du freut hast mich. das auch zum Teil schon beantwortet. Ich lese mal eine vor. Heiko, was ist nun wirklich in der Praxis der Vorteil des Futures-Handels im Vergleich zum CFD? Die Spesen, die Skalierbarkeit oder die dafür notwendige Kontogröße können es ja nicht sein. Das war eine Frage. Ja, also gut. Wie gesagt, für mich ist der Vorteil halt, dass das Handels auf dem Limit, das ist für mich halt der Vorteil. Der Handel fühlt sich, man mag es gar nicht glauben, aber der Handel fühlt sich anders an. Also mit jedem, dem man sich unterhält, der mal beides auch gehandelt hat oder beides auch handelt, ja, oder wechselt, der Future-Handel fühlt sich, man kann es nicht beschreiben, es ist ja eher so ein Gefühl, fühlt sich halt anders an. Er ist genauer, er ist immer gleich. Also klar, wenn ich 25 CFDs oder 5 CFDs kaufe, dann ist es auch so. Aber die feste Tickgröße ist für viele auch ein Vorteil. Und nicht dieses Komma-Getrade da. Also das war mit dem, zum Beispiel mit diesem Komma-Getrade hatte ich am Anfang so extreme Probleme. Der Dirk hat da ja zumindest ja auch eine coole Lösung geschaffen, indem er ja jetzt, dass die Linien ja auf den Future-Tick-Wert werden. Also zum Beispiel bin ich so ein Mensch, der sagt, ich möchte halt Komma 0 auf da verkaufen. Und da bin ich früher wahnsinnig geworden, wenn, also rein nur vom Gefühl her, wenn ich verkauft habe bei, keine Ahnung, 13.300, ich will bei 13.300 verkaufen und ich kriege aber die Linie nicht auf 13.300 als Take Profit, sondern habe die dann bei 13.312 gehabt. So, das ging nicht, weil ich so komische Zahlen in meiner Auswertung hatte. Ja, im Future Trading hat man ja immer runde Zahlen, sage ich jetzt mal. Und diese Kommazahlen, also vielleicht kennt ihr dieses Phänomen, das Phänomen, wenn ihr tankt, ja. Es gibt ja die Menschen, denen ist es egal, was da drin steht auf der Tanksäule als Betrag, aber bei mir muss eine Null dastehen, ja. So, also ich tanke hinten auf 0,0. Und wenn das nicht da ist, dann geht es halt zum nächsten Euro. So, bis der Tank halt wirklich voll ist. Ja, aber vielleicht versteht er mich, ja. Und ich mag das eigentlich nicht. Mittlerweile, nach so vielen Jahren CFD-Trading, habe ich mich auch daran gewöhnt. Das war halt auch eins. Aber für mich ist halt wirklich der Vorteil, dass ich halt im echten Limit handle und dass ich, ja, dass auf der anderen Seite, naja, wie soll man sagen, halt auch eine andere Person oder vielleicht da ein anderer Algo steht. Aber klar ist, jeder muss für sich selbst, und natürlich die geringe Margin-Anforderung ist halt für mich ganz klar auch der Vorteil jetzt in dem Falle. Also für mich macht der Future-Handel halt auch nur Sinn, den zu wählen mit der geringen Margin. Also das sind für mich jetzt die Punkte gegenüber. Und wenn ihr mal im Future handelt, die meisten, wobei man sagen muss, die meisten beginnen im Future-Handel eher verkehrt, weil sie die ganze Zeit Market handeln. Aber wenn ihr mal angefangen habt, euch mit Limits zu beschäftigen und mit Limits eure Orders aufzugeben, also die aktiven Future-Händler, die ich auch noch kenne,
die handeln zu 80% alles im Limit. Ja. Und damit senken sie ihre Trading-Kosten dramatisch. Also wir reden hier bei entsprechender Kontogröße wirklich von 10.000, 20.000 Euro an Trading-Kosten, die gesenkt werden nur aufgrund des Spreads. Ja, ihr könnt ja mal gucken. Ihr braucht ja einfach nur eure Anzahl der Trades mal nehmen oder die Anzahl der CFDs, die ihr gehandelt habt im Monat. Ja, mal als Beispiel, ihr macht, keine Ahnung, im Monat 200 Trades a 5 Euro. Ja. Dann sind das ja 1000, sozusagen 1000 Einzel-CFDs. Ja, das sind 900, ja, 900 Euro jetzt nur Order, also nur Spread-Kosten. Ja, die tragt ihr so oder so. Ne? Also, das will ich damit nur sagen. Muss man halt mal, wie gesagt, für Sicherheit klar das eruieren. Ne? Genau, das ist so meine Antwort. Dann eine Frage noch und dann können wir weitermachen. Weshalb weichen die Future-Daten von den CFD-Daten ab? Ja, also der CFD ist ja prinzipiell erstmal ein Produkt, ja nicht des Brokers, aber dahinter steht ja ein Liquiditätsprovider, der stellt die Kurse und deswegen weichen dann auch immer mal es ist ja nur ein Produkt, das ist ja sozusagen nur ein Abbild des Futures. Und es sagt ja auch keiner, dass so zum Beispiel, dass der CFD jetzt auf den Future getaxt wird oder wird der CFD auf die Kasse getaxt, ne? Und das managt der Liquiditätsprovider. Und an der Stelle handelt man halt nur das Produkt. Und man muss damit klarkommen, dass dieses Produkt halt, dass man ja auf gut Deutsch sagt, ich möchte mit diesem Produkt ja handeln und möchte dieses Produkt kaufen und verkaufen. Es orientiert sich an dem, ja, Future und an der Kasse, aber theoretisch müsste er das nicht. Also theoretisch könnte das Produkt auch vorne eine Null streichen, sage ich jetzt mal, oder eine Eins. Ja, und das nachbilden. Aber prinzipiell sind die schon sehr nah beieinander. Und klar, im Detail weichen sie immer mal ab. Und auch im Detail kann es auch sein, dass sich dann auch mal die Spreads ausweiten. Ja, ich glaube, letztens, weiß nicht, auch sogar bei euch, also bei vielen Brokern ging jetzt mal letztens der Spread so ein bisschen mehr auseinander, glaube ich, 1,3 Punkte oder so. Und das liegt daran, wenn zum Beispiel das Ordervolumen oder die Markttiefe im Future total gering ist und der Liquiditätsprovider, also euer Handelspartner dahinter, Schwierigkeiten hat, weil der will ja auch nicht drauf zahlen. Ja, und der muss sich am Ende auch gut hedgen können und muss die Kosten im Griff haben. Ne? Das läuft sicherlich alles vollautomatisch, aber das führt dann dazu. Und ein weiterer Grund sind einfach die prinzipielle Unterschied zwischen Future und Kasse. Ja, also jetzt meine ich CFD, Future und Kasse aus dem einfachen Grund, weil der Future ist ja ein Produkt mit einem Zeitwertverfall, einem sogenannten Theta. Und weil er eine begrenzte Laufzeit hat, führt dazu, dass dieses Aufgeld wird von Zeit zu Zeit abgebaut, da drinnen enthalten sind, je nach was man für ein Future jetzt nimmt, sind Haltekosten, Lagerkosten, bei Öl zum Beispiel sind Lagerkosten mit dabei, bei Indizes sind Dividenden unter Umständen dabei, ja, wenn man zum Beispiel den Dow Future jetzt hat, dann sind auch da Lagerkosten, wenn jetzt sehr viel Short ist, dann muss man dafür auch, gibt es auch Haltekosten, die in dem Future mit verpackt werden müssen und so weiter. Und das führt dann dazu, dass dann prinzipiell der Future immer mal einen anderen Preis hat als die Kasse Markt, also in dem Fall bei uns der DAX-Index. Ja, genau. Okay, dann können wir Gut. weitermachen. Dann sind wir da hier durch. Dann schauen wir mal rein in den Handel. Wir haben es jetzt 15:44 Uhr, also Zeichenmodus aufheben, alle Zeichnungen löschen. Sorted. Bin hier nicht so vertraut damit. So. Soweit sind wir noch nicht. Genau. So. Tja, das brauchen wir ja auch nicht. So. Ah ne, das ist ein Bild. Hier. So. Okay, also ich bin nicht mal dazu gekommen, jetzt irgendwie meinen Rechner richtig einzurichten. Ich möchte aber vielleicht euch zeigen, wie man das hinbekommt mit dem sogenannten Future Mapping. Ja, für alle, die es vielleicht noch nicht gemacht haben. Also, wenn euch das interessiert, dann schreibt den Nelson oder FX Flat an und sagt, ihr möchtet gerne die Futures haben. Und dann habt ihr die Möglichkeit, das hier sowas zu sehen, wie jetzt hier unten diese Order.
Ah, da unten. So, oh, es wird größer hier. Ob da hat die 35 Kontrakte, ja, und dann kann man halt überlegen, was jetzt diese Order da soll. Warum tut da jemand, möchte da jemand 36 Kontrakte kaufen? Und jetzt ist halt die Frage, will sie jemand haben oder nicht? Und dann wird mit hoher Wahrscheinlichkeit, sage ich jetzt mal, wird die Order kurz durchgehandelt oder vielleicht auch der Markt gleich darüber gehandelt. Und dann kann man da auch eine entsprechende Trading-Entscheidung halt dann treffen. Ja? Und das ist halt ganz interessant zu sehen. Und wie gesagt, das hier ist jetzt der echte DAX Future. Und wenn ihr das Ganze im CFD haben wollt, ja, dann ist es natürlich annähernd genau, aber halt auch nicht zu 100% genau, weil ja auch der CFD, wie gesagt, immer ein bisschen abweicht. Ja. Also ihr seht jetzt hier zum Beispiel, der Unterschied aktuell sind ungefähr 3,5 Punkte, wenn ich das so über den Daumen jetzt peile. Ja. Genau. So. So, wie stelle ich jetzt das an, dass ich das hier nun reinbekomme? Dieses Level 2 nennt sich das, die Markttiefe. Wie bekomme ich die jetzt links in den CFD rein? Das ist total easy. Ihr geht einfach oben links auf Einstellungen. Ja, geht oben links auf Einstellungen und geht dann auf Instrument. Und unter Instrument habt ihr einmal den Begriff Volumenquelle. Und dort bei Volumenquelle, dort stellt ihr dann hier ein, in dem Falle den FDAX 20, H20, H ist die Abkürzung für März, und geht auf Anwenden und dann geht er in den Chart rein, also in das Modul Chart, und dort könnt ihr dann die DOM an- und ausmachen und da ist er schon, da lädt er jetzt rein, so, und schon habt ihr im CFD entsprechend das Ganze auch. So, und dann könnt ihr jetzt hier im CFD handeln. So, im CFD, da könnte man das hier vielleicht mal machen. Also, ich bin jetzt gerade im CFD Long und könnt ihr hier unten dann noch eine Limit Order reinlegen, den Stop dann unter die große Order. Ja, und könnt dann halt hier entsprechend dann handeln, wenn ihr das wollt. Ne? Solange die Order da ist, prallt der Markt dann meistens davon ab und ja, dann kann man mal einen kleinen Trade hier machen. Also, ich wollte jetzt nicht im. Ich habe ihn wieder zugemacht. Ist jetzt nur zu Demonstrationszweck. Man hätte jetzt hier unten eine Limit Order handeln können, wenn man jetzt vielleicht beides, also wenn ich jetzt den Mini FDAX offen gehabt hätte, hätte ich vielleicht mal beides auf beiden Seiten gehandelt. Ja, im besten Falle ist es so, dass man dann vielleicht mal sieht, im Mini FDAX wäre man vielleicht bedient worden, im CFD vielleicht nicht, wenn man es ganz genau nimmt. Ne? Also das wäre dann mal so das Interessante gewesen. Das kann man ja dann mal testen. So ein bisschen, was natürlich hier man sagen muss, aktuell gibt es keinen Demo-Handel im Future. Also wenn ihr im Future klickt, dann ist es immer echt. Aber da, vielleicht gibt es ja da auch nochmal irgendwann eine Lösung oder so. Das wäre natürlich schon schön für die Umsteiger. Für mich ist es jetzt nicht zwingend, weil ich aus dem Future-Handel ja komme. Also ich lang genug Futures gehandelt habe und handle. Ja, und damit ja, ist das natürlich dann für mich auch ja, State of the Art, ja, so zu handeln. Genau. Ja, und um es nochmal zu zeigen mit diesen Limits, ja, ist es halt so, wenn ich da im Future halt bin, dass ich dann einfach hier direkt in dieses Limit auch reinklicken kann. Auch da wird sicherlich nochmal so ein bisschen auch Weiterentwicklungen geben, aber es gibt da jetzt die Möglichkeit, sich auch das mal anzeigen zu lassen, über die Markttiefe hier. Und wenn man jetzt hier in den Future reingeht, warum macht denn das jetzt nicht? Normalerweise immer, wenn ich hier reingehe in den Future, muss ich das hier an den aktiven Chart. So, jetzt haben wir hier den Future. Ja, so, und ihr seht jetzt mal, schaut mal jetzt, ich habe jetzt da kein Tool zum Anhalten, aber jetzt schaut mal, wie oft der Markt halt an einem Level vorbeikommt. Ja, das sind ja solche kleinen schnellen Mini-Bewegungen. Und wenn man dann hier, also ich werde es jetzt nicht klicken, im Future dann sagt, okay, ich will eigentlich hier genau auf der 37,5 oder auf der 35, auf 36 reingehen. Ja, dann kann man hier in dieses Limit halt reinklicken und bekommt dann vielleicht hier, also ich halte jetzt mal, kann man das Bild hier anhalten? Ich mache mal jetzt hier den Stift an. Nee. Ach hier, ich habe doch hier dieses, wartet mal, dieses Tool hier. Wartet, oh, tja,
So, oder? Ach, Mensch, Mensch, wenn ich hier das. So, jetzt wäre natürlich schon nochmal ein schöner Trade gewesen. Habt ihr das gesehen auf dem Limit da? Ja, vielleicht nochmal so. Ich nehme mal hier das Tool. Neu. So, okay. Da kann ich das hier mal kurz anhalten. So, ich halte das Bild hier mal kurz an. Ich tue mal das kurz hier drüber legen, damit wir jetzt nicht abgelenkt sind. Warum will er da nicht? So. Und wenn ich jetzt hier ein Limit jetzt drinne gehabt hätte, hier auf diesem Level, jetzt zeichnet dann jetzt, so hier drinne gehabt hätte, dann werde ich da vielleicht sogar gefüllt. Und wenn ihr im CFD handelt, ihr klickt halt Market, kann es halt sein, ihr bekommt dann halt immer hier die Ausführung, ja, irgendwie passt das jetzt hier nicht. Ihr bekommt dann die Ausführung hier oben, da oben oder da oben, ja, oder so. Ne? Also das kann dann hier durchaus passieren. Ja. Und deswegen ist dann da der Future-Handel halt im Vorteil. Ja. Und natürlich jetzt auch hier, habt ihr gerade vorhin gesehen, das Limit, was da gerade drin stand, ne, das wäre jetzt so nochmal ein cooler Trade. Und das kann man ja dann schön dann hier auch im CFD hier umgestalten. Warte, ich mache jetzt das hier kurz wieder aus. Dann hätte da hier unten ja auch schon wieder ein Limit reingehen können. Ne? Also ihr merkt richtig, da ist ein Käufer, der will halt rein, ja, limitiert mit 33 Kontrakten. Jetzt gucken wir mal, ob der reinkommt. So, tun wir hier mal die Limits reinlegen. Ja, also man merkt richtig, dass der Markt dann wegpusht. Und solche Sachen dann mal im Handel dann, solche Info zu haben, dass halt jemand kaufen will, passiv, und andere Trader sehen das und deswegen der Markt davon weggeht, von dieser Order, führt dann schon dazu, dass man da einfach ein anderes Gefühl für den Handel kriegt. Ja? Und früher musste man halt zwingend entweder eine zweite Plattform sich holen, ja, eine zweite Plattform sich holen, und jetzt kann man das halt im Stair Trader machen und kann sogar dieses, sage ich jetzt mal, das, was ja eigentlich jeder professionelle Händler sieht, was aber viele Retail Trader immer noch nicht sehen, diese Information kann man jetzt nehmen, auf sein Trading halt ummünzen, ja, und kann das sogar im CFD handeln. Also von daher ist das eine Win-Win-Situation. Also egal, ob ihr jetzt den Future dann selber handelt, ja, nach vielleicht mit der Unterstützung des Level 2 direkt den Future handelt, oder wenn ihr jetzt halt den Dings handelt, ja, den CFD, aber mit Future-Daten. Also ich finde, das ist ein Traum, ist das einfach. Also das ist, wenn man die Macht dessen versteht, was dahinter steht, ist das gigantisch. Also ich sage jetzt mal ganz klar, ohne Level 2, ja, komme ich auch auf die Idee, dass das hier unten eine Unterstützung hier sein kann. Ja, also ich habe jetzt hier gerade keinen, oder? Wie gesagt, habe mir das ja vorhin gerade hier eingerichtet, erst überhaupt auf dem Rechner. Ich werde aber auch hier den wieder löschen. Weil nicht, dass ich dann hier abends noch da sitze und handel, da glaube ich, da gibt es hier Ärger. Anpassen. So, Rechteck einfügen. So, also, was ich jetzt meine ist, man kommt auch vielleicht auch auf die Idee, dass das hier so oder so eine Unterstützung ist, ja, ob jetzt mit Level 2 oder ohne. Ja, das ist jetzt mal unbestritten, aber ich denke mal, wenn man das halt einfach nochmal. Ach ne, ich wollte hier den. Das haben sie auch hier total bescheuert gemacht, ne? Wo ist denn das mit diesem, dass man das hier ausfüllen kann? Parameter und dann gefüllt. Ach, Parameter, ach da, gefüllt. Ja, genau, so. So, ne? Also ich meine, auf die Idee, jetzt hier unten einen Long zu kaufen, geht auch ohne Level 2. Aber wenn man es plastisch oder optisch sieht, dass da halt ein großer Käufer ist im Level 2, dann macht es halt, ist es irgendwie ein bisschen einfacher, macht halt mehr Sinn. Und ja, und ich sage jetzt mal, vielleicht wer jetzt hier mit 5 CFDs drin ist, ja, was einem Mini-FDAX entspricht, ja, oder vielleicht mit 3 Mini-FDAX-Kontrakten, der hat jetzt hier schon ein schönes CRV, ja, ich sage jetzt mal grob 9 Punkte Stop, ja, und ist jetzt hier schon 17 vorne mit einem Teilverkauf und so weiter, blablabla, kann man das machen. Ich habe jetzt den Trade einfach nicht gehalten, aus dem einfachen Grund, ich habe null Überblick. Ja, ich weiß nicht, was die Amis gerade machen und so weiter, und deswegen ist mir das da ein bisschen spooky, da jetzt da hier auch im großen FDAX zu klicken, der jetzt hier auf der rechten Seite an ist. Aber tendenziell ein schöner Trade mit dem Level 2. Und wir werden, wenn man jetzt wirklich das Limit da unten interpretiert, so dass das Level auch hält, ja, und nicht durchgehandelt wird, ja, da kommt man sogar hier unten auf der 28 rein, ja. Und das kann man ja auch mal mit ein, zwei CFDs machen, ja, und bekommt da halt vielleicht eine optische Unterstützung dafür. Also eine ganz interessante Situation, vor allem auch, wenn man es jetzt mal gesehen hat, wie das Level 2, also die Limit Orders,
nachgeschoben worden sind. Also, und sie wurden auch teilweise gehandelt, aber der Markt ist trotzdem nicht reingefallen. Das heißt, die Käufer, die hier rein wollen, also die institutionellen Trader, die sind ja immer noch da und die stützen halt auch den Markt, ne? Bis dahin, wenn sie dann diese Levels dann halt auch mal wieder wegziehen. Das ist dann sehr, sehr viel Kontext und sehr viel Denke und auch Verständnis für Märkte, bis man das auch richtig anwenden kann. Ja, so einfach ist es dann auch nicht da, dass man bei jeder großen Order dann nach dem Schemata XY handelt. Das geht auch nicht, ne? Also von daher, ich empfehle euch definitiv, die 35 Euro zu investieren in das Level 2. Und an der Stelle sei gesagt, es wird auch für den Stereo-Trader auch in Sachen Future Weiterentwicklungen geben. Also im Hintergrund wird da schon fleißig programmiert. Ich will da jetzt noch nicht weiter was dazu sagen, aber da könnt ihr euch überraschen lassen. Und ihr kennt ja den Dirk und der Dirk ist immer mal für einen Knaller gut. Ja. Und ja, und der wird kommen. Da könnt ihr euch sicher sein. Ja. Genau. Wenn es noch Fragen gibt zum Future-Handel oder allgemein jetzt zum Handel oder dann könnt ihr ruhig nochmal auch Fragen stellen. Ja, ich würde Ja, dann heute vielleicht dann, ja. eine Frage gibt es auf jeden Fall. Und zwar, kannst du bitte auch die Fibonacci Retracement Werkzeuge im Chart zeigen und wie du das Was, nutzt? was, was? Fibonacci? Retracement Werkzeuge. Fibonacci Retracement. Ob ich die zeigen kann? Also klar, also für einen Tag ist es ja drinne, ne? Also die Fibo-Linien, ja, könnt ihr ja Intraday eingeben, so dass dann wird den heutigen Tag. Ach so, vielleicht, dass derjenige hier der Meinung ist, genau, das ist vielleicht für den heutigen Tag, ne? Also wenn da jemand halt aktiv ist, ja, und man hat jetzt für Intraday für den Tag das an, ne? Dann täte das ja ganz gut passen, ja. Also ja, also wenn man da mit Unterschied, ich sage immer, für mich auch allgemein ist es immer so, ja, also wenn das Level hier hält und dann nochmal hier hält, ne, also am coolsten ist eigentlich immer, wenn in einem Chart, in einem Verlauf gewisse Faktoren zusammentreffen, also vielleicht, so wie jetzt gerade in Fibo, eine charttechnische Unterstützung, in den Level 2, ja, also wenn mehrere Sachen zusammenkommen, ist das immer ganz gut, weil klar, ihr kennt das ja selber, ihr legt ein Fibo an und der Markt rennt einfach durch gewisse Fibo-Levels durch, ne? Also am Tag wie heute, wo der so seitwärts geht, kann es so sein wie heute, dass die Fibo-Levels ja durchaus dann hier gewisse charttechnische Unterstützung und Widerstandszonen bilden, also auch wie hier oben, ja? Ne? Das kann durchaus passieren. Und ist auch immer, kommt dann auch immer wieder vor, liegt natürlich klar einfach in der Verteilung des Chartes, ne, wie der halt so läuft. Also weil man ja den Chart dann in ein Drittel, zwei Drittel, die Hälfte dann einteilt und dann meistens in irgendeinem Drittel bewegt das sich ja dann seitwärts. Ja. Also von daher, wenn sowas aufeinander trifft, also mehrere Sachen, dann ist das immer ganz praktikabel, ne, und unterstützt das Trading halt allgemein, ne. Aber ihr seht weiterhin so ein bisschen, dass unten die blauen Balken ein bisschen länger sind, ja, also da will man unbedingt rein, hofft jetzt, dass vielleicht noch ein paar Trader jetzt dort reinverkaufen und versucht dann halt da reinzukommen, ne, also ja, irgendwie günstig, ne. Und klar ist es, rechnet das mal in einem Future halt, ist es halt natürlich schon, macht das einen Unterschied, ob ich jetzt 30 Kontrakte bei 13.547 kaufe oder bei 13.555, ja. Das sind 7 Punkte mal 30 Kontrakte. Das heißt, es geht darum, ob ich 3.000 Euro oder 2.000, ich weiß es jetzt nicht was, mehr oder weniger habe, ja. Also sehr, sehr schöne Order. Also vom Beginn her echt gut gewesen, ja. Ich meine, ich habe jetzt hier nur 2,10 Euro, ist ja okay. Wie gesagt, aber rein technisch gesehen und ja, läuft, ist es sauber, das ist extrem sauber gerade eben gewesen, ja. Genau, wenn man da aber wirklich drin ist in dem Thema und wirklich da drin ist, dann wäre das echt ein cooler Trade. Also das wäre auf alle Fälle ein Trade auch für mich in meinem privaten Trading, ja. Also mit Level 2, mit der Unterstützung. Gut, das Fibo habe ich überhaupt nie an, das muss ich sagen. Also ich nutze es gar nicht. Aber das wäre jetzt auch nicht weiter wichtig. Aber was ich noch sagen wollte, ist, also ganz wichtig ist halt immer bei den ganzen Instrumenten, ja, jetzt hier hat das Fibo eine Berechtigung gefunden. Muss nicht sein. Das Level 2 hat in dem Fall hier funktioniert. Gibt andere Tage, so wie gestern, da funktioniert das Level 2 halt überhaupt gar nicht. Jetzt können wir mal gucken, ob die Order gefüllt wird. Die wurde jetzt gefüllt. Jetzt kann man mal gucken, wie die wieder runterläuft. Ja, und wenn es jetzt wiederum nicht runtergeht, ja, dann kommt der nächste Step halt auf der Oberseite dann nochmal.
Ja, also das heißt, die Position wird weiter gebaut, ja, so nennt man das. Und dann gibt es halt andere Trader, aber man merkt, sieht das ja richtig, wie der hier drin hängt, ne? Also das merkt man richtig. Also gut, vielleicht ihr jetzt nicht, weil ihr vielleicht jetzt das sowas vielleicht zum zweiten Mal heute seht, ja. Aber das ist das, was es dann halt ausmacht. Also ich handle jetzt nicht ausschließlich nach dem Level 2, aber es gibt halt Situationen, wo das durchaus Sinn macht, ja. Und es macht in letzter Zeit wieder mehr Sinn. Also ich muss sagen, es gab mal Zeiten, da konnte man das Level 2 komplett wegknicken, weil die Algos das ja sozusagen massiv, ja, wie soll man sagen, so massiv verändert haben, dass es keinen Mehrwert gebracht hat. Aber so in dem letzten Jahr jetzt so beginnend gibt es immer wieder jetzt so schöne Situationen im FDAX, die nach Level 2 dann auch so aufgelöst werden, wie man es halt kennt. Ne? Und das will ich halt auch sagen, ne? Das Level 2 ist genauso wenig der heilige Gral wie auch das Fibo, ja, oder andere Indikatoren. Ja? Außer einziger, der eine Ausnahme macht, außer DAX-Linien, das ist klar. Ne? So, haben wir noch eine Frage? Ja, wie hast du eben die Balken vergrößert? Die Balken vergrößern. Achso, das geht ganz einfach. Also ihr müsst einfach nur im Chart rumziehen. Warte, ich mache mal hier alles löschen. Die Balken, die Länge dieser Balken liegt hier oben. Habt ihr doch, da wo jetzt die 1 ist, habt ihr doch hier dieses kleine, das Dreieck. Ja? Und damit tut ihr durch den Abstand nach rechts, den er vom Chart her verändert, verändert ihr dann auch die Länge der Balken. Ja. Genau. Das passt sich dadurch an, also durch dieses kleine Dreieck. Dieses Chart Shift oder so heißt das, ja. Genau, Oder man kann, ansonsten, genau. ja. Nee, vielleicht wolltest du es ja gerade ansprechen, mit dem Sale Trader kann man das ja auch machen. Die mit der Skalierungsoption. Nee, du, das weiß ich jetzt nicht, sag mal. Du hast es ja jetzt oben da, das Kreuz ganz Ja. rechts ist jetzt ausgewählt. Wenn man da Steuerung und dann da draufklickt, also Steuerung gedrückt hält und da draufklickt, dann kommt man in Scalping-Modus und dann sollte das auch automatisch dann vergrößert werden. Dirk, wenn ich was Falsches gesagt habe, korrigiere mich. Also ganz rechts siehst du das, was weiß aktiviert ist? Das hier. Genau, wenn du jetzt mit Steuerung da drauf klickst, Steuerung gedrückt hältst Ach und so, dann. ah ja, klar. Ah ja, jetzt. Jetzt weiß ich. Alles klar. Ja. Also das heißt, wenn man mit einem Klick, jetzt weiß ich, was du gemeint hast. Okay. Nee, hätte ich jetzt nicht gesagt. Habe ich auch jetzt gerade nicht dran gedacht. Aber wenn ihr sozusagen, ihr habt jetzt den Chart hier so. Also ich nutze das halt manchmal, ja, da hat man den Chart so und jetzt will man ja schnell reinzoomen. So, und dann drückt ihr die Steuerungstaste und geht dann auf diese Windrose da, also dieses Freistellen. Und jetzt mache ich es nochmal. Also wir haben den Chart hier so groß, Steuerungstaste drücken und dann da drauf und dann zack, seid ihr ganz nah dran am Geschehen. Ja. Also das kann man dann schon nutzen, genau. Ja. Vielen Dank für den Hinweis. Bin ich jetzt gerade in der Sekunde nicht drauf gekommen. Ja, aber klar, so ist auch eine Möglichkeit, schnell rein zu zoomen. Ja, genau. Also ich habe heute schön viel erzählt. Oder Kaffeetasse ist noch halb voll, du. Sehr gut. Ich glaube, zwei Fragen haben wir noch. Aber Jetzt direkt, bitte. was mich ja wieder freut, sorry, dass ich gerade unterbrochen habe. Kein Problem. Wenn der Dirk noch da ist, dann wird er sich, der wird ja schon, ich habe gerade so ein geistiges Bild vor Auge, dass der Dirk so innerlich schon wieder sagt, der Bernd, ja, der labert die ganze Zeit und dann macht er so einen Trade aus dem Nichts heraus. Ich bin gespannt, wenn er mich nachher anruft. Und dann macht er schon wieder einen Gewinntrade, ja? Ne? Das schon beim letzten Mal gesagt. Ja, das mit dem Labern habe ich nicht gedacht, aber ich dachte mir, ey, ach, der Heiko erklärt, klickt mal drauf, zack, Gewinn. Ist auch Ja. gut. Oh, hier oben links sieht man meine Kontonummer und noch, dass es echt ist. Ach du grüne Neune. Ja. So, was hatten wir noch für eine Frage? Genau, jetzt direkt anknüpfend, was heißt denn überhaupt Scalp-Modus? Ja, Scalp-Modus ist jetzt hier nur der Modus, also einfach nur, dass es halt einfach stark reingezoomt ist. Also ich glaube, wir haben das halt einfach nur so genannt. Ja. Ja. Also so nenne ich das halt, ja. Also diesen Modus halt einfach, dass du halt ganz stark rangezoomt hast, ja. Mehr ist es nicht. Ja. Ja. So, dann gab es noch eine Frage zu dem Fibonacci Retracement. Wo kann man das nochmal im Stereo Trader einstellen, dass das angezeigt wird? Wobei das ja der Fragesteller auch noch fragen wollte, ob das automatisiert dann angezeigt wird und ob man das manuell anpassen kann.
Also dieses Fibo hier kann man jetzt nicht anpassen. Dieses Fibo wird kann man anmachen, indem man indem ihr in dieses Panel Chart hier reingeht, Chart, und dann habt ihr dort Fibo-Linien. Da könnt ihr die für Intraday auswählen, die für den Vortag auswählen, für die Vorwoche, also für die aktuelle Woche meine ich, und für die Vorwoche. Ja, die einfach an- und ausklicken. Genauso könnt ihr hier auch den Dom anklicken, das Volume Profile an- und ausklicken. Ja. Die wählt ihr aus, die Berechnungsgrundlage von diesen Fibo-Linien, also den Intraday-Fibo-Linien zum Beispiel, die findet ihr hier, wenn ihr, hier seht ihr die Profildaten, also von wann bis wann. Ich mache jetzt mal nur, macht jetzt keinen Sinn, aber ich stelle jetzt mal ein, ich hoffe, das jetzt funktioniert, ich stelle mal ein von 9 bis, oder ich mache mal für heute vielleicht von 10 Uhr bis 12 Uhr. Keine Ahnung, mal sehen, ob es funktioniert. Das heißt also, der müsste jetzt nur diese 2 Stunden als Berechnung nehmen. So, da seht ihr. Also ich habe jetzt eingestellt, in der Zeit von 10 bis 12 Uhr soll er mir die Fibos berechnen, ja, von der Spanne. Und dann habe ich jetzt die Fibos davon. Ja, und hier kann man dann einstellen in den Profildaten, ob man jetzt, ja, wenn ich jetzt auch Tageshoch und Tagestief jetzt anmache von dem Tag, dann rechnet er auch nur von 10 bis 12 Uhr. Wir machen das mal. Tageshoch, Tagestief, das seht ihr hier, ja, das Tageshoch in der Uhrzeit 8 bis 10 bis 12 Uhr ist bei 13.580 und das Tief bei 13.532. Ja, ja und das ist eigentlich dann so passend. Ne? Und wenn ich jetzt das mal verändere, die Profildaten, also ich sage, ich möchte jetzt nicht von 8 Uhr bis 22 Uhr, sondern die Kasse haben, also von 9 Uhr, ja, von 9 Uhr bis 17.30 Uhr als Beispiel. Ja, dass ich die Kassewerte drin habe, dann seht ihr, dann sieht das jetzt so aus, ja. Und wenn ich jetzt das für den Vortag anmache, hoch und tief für den Vortag, ja, dann seht ihr hier, dass das Tageshoch am Vortag hier war bei 13.488, ne? So, und wir hier mal noch das einstellen. Periodentrennung, ja, also und das Tageshoch gestern war ja dann irgendwo hier gewesen, 22 Uhr, ja, woanders halt. Genau. Ja. Also das bezieht sich, also die Fibos, die man hier an- und ausknipsen kann, beziehen sich in erster Linie immer auf die Profildaten, was man da eingestellt hat. Das ist wichtig zu wissen. Ja, also was ihr im StereoTrader anknipst und natürlich könnt ihr auch hergehen und das Ganze anders einstellen, indem ihr hergeht und hier oben in der Linie euer Fibo halt raussucht, das, was ihr halt haben möchtet, ja. Also da könnt ihr es ja auch ein individuelles Fibo anlegen. Und das ist dann, das könnt ihr auch individuell einstellen, da könnt ihr alle Werte einstellen, die ihr wollt, und dann könnt ihr es euch hier anlegen. Ja, zum Beispiel, wer sich jetzt das gestern angelegt hat, der hätte da den theoretischen Monster-Monster-Trade haben können. Ich mach's einfach mal. Wartet mal. So. So, ich leg mal das an. 8 bis 22 Uhr. Warte, jetzt mal gucken hier. Halt, wartet. Ach, gut, Previous Day. Mehrere Tage habe ich jetzt nicht. So. Ich glaube, das ist ja so und das ist. So. Ist das hier das Tagestief? Also wer das anlegt, so, ja, also da dran legt, also ich nutze immer 8 bis 22 Uhr. Ja, das ist immer meine Zeit, 8 bis 22 Uhr. Und dann sieht man hier, dass gestern genau 38%, wenn man es jetzt noch richtig rum anlegt, war genau das Tief gestern, 9 Uhr, der Blob auf der Unterseite und dann hier feuerfrei. Das wäre dann zum Beispiel, wo denn so ein Fibo dann halt wieder ganz gut funktioniert hat. Ne? Aber ich war zwar da unten long, aber ich habe es auch natürlich nicht gehalten. So. Genau. Ja. Ja, so sieht's aus. Ne? So, haben wir noch was? Ansonsten würde ich langsam zum Ende kommen, oder? Nein, wir können tatsächlich jetzt auch zum Ende kommen.
Da war zwar noch eine Frage, aber das war nicht ganz klar, was damit gemeint ist. Ich habe den Fragesteller noch mal gebeten, noch mal anders zu schreiben, ist aber noch nichts gekommen. Ansonsten, jetzt kommen mal ein paar Fragen rein. Hast du noch ein paar Minuten, oder? Ich bin ja zu Hause, das ist ja das Gute heute, ne? Okay. DE30, 1 Minute 10, meine letzte Kerze ist bei 17. Okay, weiß ich nicht, was damit gemeint ist. Bitte nochmal, 17:10 Uhr ist die letzte Kerze beim Fragesteller anders. Oder was ist genau die Frage dazu? Ist jetzt nicht so ganz klar. Gut, das Ansonsten weiß ich auch nicht. haben wir aber tatsächlich alle Fragen durch, wenn ich nichts übersehen habe. Also gerne jetzt nochmal wegen der Kerze fragen. Jetzt die letzte Kerze, 17:10 Uhr, ist bei dem Teilnehmer anders, aber Gut, das kann ich was, jetzt genau, das können wir jetzt so nicht. auf Dann die würde ich Schnelle sagen, gleich. wenn noch weitere Fragen sind, dann gerne ja, an FX Flat schreiben. Wir versuchen da entsprechend alles zu beantworten. Und wenn auch Fragen an Heiko dann gestellt werden, können wir das auch sehr gerne weiterleiten. Ansonsten haben Sie ja die Kontaktdaten gesehen. Genau, nehme Und ich an der hier. Stelle, bevor, genau, da hast du die Kontaktdaten. Wie Sind sie gesagt, denn? alle weiteren Fragen dann gerne bitte per E-Mail, werden wir auf jeden Fall beantworten. Ansonsten möchte ich mich an der Stelle schon mal bedanken bei dir, Heiko. Wir haben ja noch jetzt in der Visa-Webinar-Reihe noch weitere Termine. Da kommen jetzt noch welche dazu. Sie werden aber auch per E-Mail entsprechend benachrichtigt, wenn die Termine ergänzt werden. Vielen Dank an alle Teilnehmer, die heute live dabei waren. Vielen Dank für die Fragen. Es macht, glaube ich, auch für den Referenten auch interessanter und mehr Spaß, wenn sie auch aktiv mitmachen. Vielen Dank an Heiko. Ich wünsche allen noch eine schöne Restwoche. Beziehungsweise morgen, wenn Sie Interesse haben, gibt es ja das NFP-Webinar mit Dirk auch und den SEAL-Trader selbstverständlich. Und ja, passen Sie auf Ihre Position auf. Vielen Dank, Heiko. Wir telefonieren sowieso. Und du hast das Schlusswort. Genau, ich habe noch gerade eben eine letzte Frage gesehen. Wo sieht man den Spread? Den Spread seht ihr hier, wenn ihr diese beiden Striche, das ist immer der Spread, den ihr dort seht. Also der im CFD ist ja immer fest. Also ich mache hier nochmal mit Steuerungstaste und auf die Maus drückt da ganz groß. Blaue Linie Kauf, braune Linie Verkaufskurs und jetzt machen wir es hier auch nochmal im Future an. Da seht ihr das hier, da schwankt der Spread. Seht das ja immer 0,51, 0,51, 0,51. Ja, weil der Spread ja auch aufgrund von Angebot, Nachfrage halt gemacht, getaxt wird. Ne? Das ist der Unterschied zum Future. Und wenn ihr da halt limitiert halt handelt, kann es halt manchmal gut sein, weil ihr den Spread euch spart. Ja, dann erstmal hoffe ich, dass ihr euch einen guten Einblick in die unterschiedliche Handlungsweise der Future und CFDs geben konnte. Wir werden das Thema weiter vertiefen. Wie gesagt, ich bin als Coach auch dafür zuständig, euch auch vom CFD in den Future-Handel zu bringen. Wenn ihr da Interesse habt, habt ihr ja die Möglichkeit, über meine Seite bei FX Flat ein Konto aufzumachen oder wenn ihr ein Konto habt, dann sagt einfach, dass ihr gerne vielleicht das kapitalisiert habt und ihr möchtet dann und ihr vielleicht auch Interesse an einem Coaching habt, könnt ihr gerne auf mich zukommen und bekommt ja entsprechend dann auch die erste Stunde for free. Ja, ansonsten hat es mir riesen Spaß gemacht hier mit FX Flat und bin froh, dass es nun endlich so eine Möglichkeit gibt, überhaupt den Future-Handel zu vernünftigen Konditionen in Deutschland mit dem Stair Trade auch abbilden zu können. Das ist ein sehr starker Schritt nach vorne. Vor allem, dass alles hier in Deutsch ist. Deutscher Support, der bestens auf den Stair Trader ja auch eingestellt ist und sich bestens da auskennt, wie man es ja auch gerade gemerkt hat an Nelson, der da sofort wusste, was ich da zu drücken habe oder sollte, damit ich da schneller reinzoomen kann. Ja, und ja, vielen Dank auch für eure Aufmerksamkeit und ich bin gespannt, wie sich das Thema hier weiterentwickelt und ja, freue mich auf die nächsten Webinare mit FX Flat an der Stelle. Wünsche euch heute noch einen schönen Handelstag und freue mich dann aufs nächste Webinar mit euch und wie gesagt, wenn ihr Fragen zu gewissen Themen habt, die euch einfach interessieren oder wo ihr noch gar nicht Bescheid wisst, dann stellt ihr einfach an FX Flat und ich kann das dann natürlich für euch entsprechend dann auch in der Präsentation aufbereiten. In dem Sinne, euch noch gute und erfolgreiche Trades bis zum nächsten Webinar. Ciao, euer Heiko.